Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ja, mein Name ist Part 4. Den wir in dieser Folge wahrscheinlich schaffen werden. Wir machen jetzt die Kämpfe mit Kira Yoshikage gegen andere Leute. Und danach kommt der Kampf Kosaku Kira gegen alle anderen. Ein ruhiges Leben für Kira Yoshikage. Ah, schön. Kann ich endlich mal meine Lieblingscharaktere spielen? Schön. Ich müsste ja auch eigentlich nur Vorteile haben. Eigentlich, ich meine, die Kämpfe gegen den waren voll schwer. Spieler, ja, sehr gut. Ich mach dir Angst. Guck mal im Hintergrund, da fliegen Sachen durch die Gegend. Also hat sich die Ohren ein bisschen verändert von Killer Queen, wenn er Kosaku gehört. Da bilde ich mir nur ein. Da denke ich schon seit einer geraumen Zeit, da muss ich mal gleich drauf achten. Au! Was zum Teufel? Was war das? Ich merke, wir müssen wieder gegen den Zwerg kämpfen. Oh Mann. Ah. Ha. Ha, landen, okay. Hahaha. Was auch immer er genau sagt. Ja, ich werde. Meine Güte, komm mal näher. Krieg die Krise. Ja, ich weiß schon, was ich jetzt letztes einsetzen muss, oder? Ma, er macht mich hier schon wieder fertig. Alter. Sheerheart Attack. Verdammt, da war halt nicht. Tackerle Verlust, meine Güte, ist beinahe kaputt. Mein Gott, was war die Stadt hat jetzt aus? Ja, Zeit abgelaufen, gewonnen. Nee, im Hintergrund ist auch ja so. Was zum? Was sind die alle hier in der Nähe? Mache ich denn das mit der Bombe? Ja, das war Bing. Glitzer, Glitzer. Sehr schön. Was sind wir denn? Was denn noch mehr? Irgendwie nicht so viel Angriff, habe ich das Gefühl. Ruhig und entspannt, was? Jetzt reicht's. Spielen wir mal ein bisschen den Manga nach. Hier. Schön. Bams. Sehr schön. Ja. Das ist ein ganz normaler Tag für Kira Yoshikage. Eine Anspielung ist, dass er Kira heißt, was natürlich wieder, wenn man das aus Death Note kennt, hier eine Anspielung an das Wort Killer ist. Ja, ein Zufall ist, dass er ein Serienkiller ist. Bin Handfetisch.
der von der Mona Lisa einen Steifen bekommen, als er ihre Hände gesehen hat, Mann. So, Yoshi, Kira gegen Koichi. Gegner mit 50%, ja, das schaffe ich schon. Ah, schön. Ja, mit dem zu spielen ist eigentlich auch gut. Wir haben diese Glitzerbombe. Alles kann eine Bombe sein. Bling! Dich. Ja, die anderen beiden Kämpfe gegen Kira, gegen Josuke mit Kira. Hat er ja auch eigentlich alles nur 50% Gesundheit, glaube ich. Muss mal auf die Ohren achten von Killer Queen. Schweine und was? Okay, da ist H und da ist Schweine. Ma. Lass mir mal etwas Freiraum hier. Alter. Ist jetzt gut, Mann. Buff. Machen wir halt mal so. Bams. Okay, das anscheinend nicht. Schade. Ich habe ein kurzer Part. Wenn die alle 50% haben. Man kommt nämlich so näher. Ich will meine Dings hier mal einsetzen. Die. Ach, ich muss jetzt darüber laufen, ne? Mach doch mal. Aua! Er kommt mir die ganze Zeit näher, ey. Der noch eine Pose gemacht. Ich komme gar nicht dazu, irgendwie vernünftig anzugreifen, weil er die ganze Zeit so nah bei mir dran ist. Die GG ist wenigstens die ganze Zeit. Da ist ein Zeichner am Boden, Mann. Jetzt ist die ganze Zeit hier. Ah, das ist ruhig und entspannt. Nur geworfen. Okay, ich habe keine Ahnung, was der Angriff macht. Aha. Schade. Oh, ja. Bum 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 bum. War schon am Posen. Natürlich Posen, das ist schon Schuss bis Adventure Noob. Ah. Da sehen seine Ohren wieder ein bisschen anders aus. Verstehe nicht. Sind die wieder spitzer? Weil waren die nicht so lang? Bild ich mir auch nicht ein, oder? Also von Killer Queen, nicht von Kira. So, dann kommen die richtigen Kira-Kämpfe jetzt. Also Final Kira Form, ihr wisst schon. Und die sind ja, glaube ich, alle. Ja, meine Gegnergesundheit ist natürlich jetzt auch ein bisschen gesenkt. Weiß noch, da habe ich zum ersten Mal hier so einen Effekt, glaube ich, eingesetzt. Ich da richtig Probleme hatte gegen den. Im nächsten Kampf ist meine HP voll und den seine immer noch 50%, dann ist gut. Habe ja schon auf Part 5 und 6, weil da kann ich einige Charaktere. Oh nee, nee, das wird richtig nervig. Ich muss ja gegen Giorno kämpfen, während er im Gold Experience Requiem Modus ist. Super. Aber meine Verteidigung ist ja gut. Aber jetzt kann ich bei Lieblingscharakter spielen.
Sehr schön. Ah, das ist irgendwie das beste Design von dem, was ich so meine ich jedenfalls. Für mich. Ja, meine Verteidigung ist erhöht. Puff. Das war meine Geheimmission. Komm mal her. Er hat kein Dings. Er hat so ein Konter, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier schon beide das und so machen muss. Mann! Ich kann meine Bomben nicht einsetzen. Er schießt mich immer direkt ab. Nexa. Glaubst du ja wohl selber nicht. Boom. Boom. Ich weiß noch, wie der gespammt hat im Kampf gegen wen. Was? Kann eigentlich immer noch so ein alles ist eine Bombe machen. Nee. Alter! Damit man. Schnappe dir! Jawohl! Wie du wolltest ihn treten? Beite das! Eieiei. Mal im falschen Zeitpunkt. Echt immer im falschen Zeitpunkt, ob das gerade. Oh, ich mag den Typen so. Ich war ein absoluter Lieblings-Jojo-Charakter. Man wird doch zu einer Pflanze, Mann. War keine Ahnung, was ich dann noch einsetzen musste, aber was war das? Killer Queen, okay. So habe ich eine Aufnahme, die so ein bisschen verzerrt noch kommt. So, dann war es das gleich schon. Aber schon gleich mit Part 5 anfangen. Da sind da glaube ich nur 2 oder 3 Kämpfe und einen habe ich schon gemacht, weil das war einfach nur gespiegelt wieder. Ich glaube, Giorno gegen Buzzarati. Wir haben ja schon beide gesteuert, also habe ich das schon mal gemacht. Glaube ich. Mal ja sehen. So, dann, jetzt habe ich 100% und du hast 50. Deine Gesundheit verringert sich. Eigentlich war ja Kira auch am Ende des Kampfes im Eimer. Waren ja beide so relativ im Eimer. Diese eine berühmte Szene, wo die beide ihren Kopf irgendwie so gegeneinander hauen, war das doch. Autsch! Autsch! Und wenn ich so nah wäre, anstatt mache. So, hier muss ich auch beide das einsetzen, ne? In diesen einen Angriff bestimmt. Au. Wie ist dein Name, was? Komm mal her. So, komm her. Killer Queen. Wie? Ja, okay. Sehr schön. Beite das! Oh, schön. Ausgezeichnet. Schön. Habe ich jetzt eigentlich dafür
Dings bekommen. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Nö. Was? Er hat Bite Dust. Okay, der hat nicht Bite Dust eingesetzt, aber nicht direkt. Eigentlich hatte waren die ja schon tot, mehr oder weniger, wenn er nicht Killer Queen irgendwie entfernt hätte. Also theoretisch hat er sogar seine Feinde erledigt. What? Oh! Das hier muss ich wahrscheinlich auch machen, ne? Und komm her, ich habe gesehen, wie du mich angreifst, ja. Das habe ich im Sommercamp gelernt, na? Irgendwo. Warum verschwert sich Remy gegen alle die? Da musst du dir mal geben. Die. Die will genau den Typen da aufhalten. Und bitte Josuke und die anderen, den aufzuhalten. Ich zeige jetzt gerade wie ein Blöder auf dem Bildschirm. Und was macht die? Die tut Josuke und die anderen, der bis jetzt die ganze Zeit Josuke, hier in die Hölle sozusagen schicken. Das ist mehr oder weniger das, was diese Hände da repräsentieren. Ziehen einen so in die Hölle, sag ich mal. Meins Nachleben, keine Ahnung. Ja. Und wieder dazu. Ich glaube, wir können sogar noch Part 6, Part 5 hier schaffen. Neben Part. Part. Ich mag es Part zu sagen. Ja, schön. Part 4 hat auch abgeschlossen. Dann heißt, die längsten sind schon mal weg. Giorno gegen Furo. Da müssen wir nicht machen, weil die haben auch schon beide gespielt. Ja. Oh Mann, das wird böse. Ja, wir haben die beiden schon. Also das hier machen wir jetzt noch ganz schnell. Diavolo gegen Buzzerati. Buzzerati. Im fünften Part sind, glaube ich, die meisten Charaktere nach Essen benannt, wenn ich mich nicht irre. Ja, mal irgendwie erklärt, was ein Buzzerati ist oder so. Fugo, weiß ich nicht, Narancia. Mister, ja, Mister vielleicht nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, wir spielen mal Diavolo. Cool. Geil. Da frage ich mich, warum sie nicht mehr Kämpfe in die Story eingepackt haben. Ja, okay, Narancia und Mister, die haben jetzt nicht gegen viele gekämpft. Warum haben sie nicht diesen einen Typen genommen, der so einen Stand hatte, der so eine Eisrüstung sozusagen um den gemacht hat? Der war auch irgendwie cool. Wir haben doch, glaube ich, Mister und Giorno gegen gekämpft. Der so ein Stand irgendwie, der hat sich irgendwie zu einer Rüstung geformt. Der konnte irgendwie auch Eis, Wasser manipulieren und zu Eis erstarren lassen. Ma, ich bin voll angerutscht. Naja, nee, dort habe ich hier sowas, ne? Boah, wie macht man das jetzt? Oh cool. Ey. Macht denn das überhaupt? Ich hab irgendeinen Modus an sich gerade. Schau mal nochmal. Ja. Ey. Okay, da bringt irgendwie nichts. Blöder Zeitpunkt. Wer gerade eigentlich gesagt? Nein! Oh nein! Hilfe! Ah. Aber das schaffen wir doch nicht in dem Part. So sollte das jetzt nicht laufen. Und in seinen Dings ist, glaube ich, auch ein Konter, ne? Den seine Spezial.
Und man kann ja nicht wie Dio irgendwie auch so Zeit machen. Aber er kann sich gleich nach vorne bewegen. Das war auch ein bisschen doof. Guck mal, ja, greif mich mal an. Idiot. Ah, voll das Rape-Face. Gott, ich... Das reicht doch wohl jetzt. Soll ich ja verarschen, ich bin hier Mafia-Boss. Ich sagte, direkt so angerutscht kommst. Wie soll ich denn, wenn ich schon mit ihm Probleme habe, wie soll ich denn dann gegen Giorno kämpfen, der im Gold Experience Requiem Modus ist? Er macht mich doch fertig. Oh man. Wer als Butze hat die voll überpowert oder ich bin voll kacke mit dem? Weiß noch, wie lange ich irgendwie daran gesessen habe, um zu kapieren, wie denn seine Fähigkeit funktioniert, die von Diabolo, den Zeit überspringen. Also dämlich. Die Fähigkeit war gut, aber war so dämlich immer. Ich dachte, boah, er kommt immer näher und greift mich direkt. Und mich angreifen. Okay, zum Glück dauert das. Hält das so lange? Rape. Tausendfache Rape-Attacke. Oder wie war nochmal von Kayon? Was? Cool. Was war das denn? Warte, mich nochmal machen. Voll geil. Wie? Ja, da habe ich auch irgendwie die kapiert. Irgendwie Buzzerati war irgendwie am Ende tot oder auch nicht. Eine wandelnde Leiche, irgendwie sowas. Ist daraus überhaupt noch mal geworden? Ist nur ein Frosch, ja. Boah, ein Stein oder was weiß ich. Zipperman, boah. Sticky Fingers. So, dann muss ich hier wohl raus und den letzten Kampf machen wir in der nächsten Folge. Und den sechsten Part müssten wir eigentlich auch in der nächsten Folge schaffen. Ja, oh, das wird ein sehr schwieriger Kampf. Na gut, aber dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge für Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.